Ein mehrmäßig guten Tag mit Josh bei einer kleinen Runde Survival Games und mal wieder auf Hive, weil der Gomma HD Server bei mir etwas rumspielt. Naja, wir spielen die Map Fire Games 2. Eine Map, die ich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe, aber die ich eigentlich sehr, sehr toll finde. Ja, und diese Folge ist mal so eine kleine Entspannrunde. Und ich wollte noch was Wichtiges in dieser Runde ansprechen. Die mir auf Twitter folgen, haben das mit Sicherheit schon mitbekommen. Ich habe ja irgendwas von einem Zweitkanal gelabert. Und ja, das ist ja sogar noch nicht mal eine Lüge. Also ich habe wirklich vor, einen Zweitkanal zu eröffnen. Werde ich verfolgt. Das mag sein. Ich bin falsch gelaufen, fuck it. Also ich habe vor, einen Zweitkanal zu eröffnen. Das ist dann auch kein normaler Kanal, das ist eigentlich ein Vlog-Kanal. Oh ja. Da sind sogar schon ein paar Videos hochgeladen, also eins zumindest. Da muss man was anmerken zu. Ich werde heute dafür noch ein Video machen. Aber da ist ein anderes Video, wo ich irgendwie davon rede, dass schon ein anderes Video da ist. Aber das liegt an der ganz einfachen Tatsache. Das eigentliche erste Video hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich es wieder gelöscht. Deswegen werde ich heute noch ein Video aufnehmen und dann noch das eine dann noch halt freischalten. Und das wird auch alles heute kommen. Ich werde versuchen, die Folge hier recht kurz zu halten und dass ich die dann direkt auch heute bringen kann, weil meine Uploadrate ist ja nicht so die beste. Aber das sollte schon im Bereich des Möglichen sein, dass ich das jetzt hochladen kann. Das auf jeden Fall. Ich muss mich ganz schnell beeilen, weil ich muss ja hier in diese geheime Route reingehen. Ich habe ja hier ein Lag. Oh. Eine klitzekleine geheime Route. Oh ja. Ich muss mich ganz schnell beeilen, weil es gibt oft auch Leute, die das wissen. Aber das ist nicht so gut, dass wir das wissen, weil es gibt hier so, also für die, die es noch nie mitbekommen haben, falls ich glaube, habe die Map schon mal gespielt, aber egal. Es gibt hier so eine Bank und da muss man halt warten, bis die Banktüren sich öffnen. Aber man kann dann auch in diesem Bankraum auch anders, nämlich wenn man halt hier lang geht. Und das ist sehr hilfreich, weil ja, hier sind ein paar Kisten drin. Aber ich habe gerade echt nicht so gut ist equipped, deswegen ist es gerade super praktisch, dass ich hier bin. Es ist immer ungewohnt, jetzt auf Hive zu spielen, einfach aus dem Grund, hier findet man viel, viel weniger und viel, viel schlechteres Equip als auf Gomma HD. Was ja auch an für sich nicht schlimm ist, weil es ja jeder findet, aber trotzdem ist es einfach so ungewohnt, weil jetzt hätte ich bei Gomma HD schon lange eine voll Eisenrüstung und keine Ahnung, was ist noch alles. Oh Mann. Ich soll ein bisschen anziehen hier. Oh, sieht schon sehr furchterregend aus, das ist sehr gut. Ein bisschen Essen ausrüsten. Noch eine Axt. Äxte sind immer gut. So, unser nächster Spieler. Okay, scheinbar nicht in der Nähe. Das heißt, ich kann direkt schon mal ausmisten hier drin. Das ist auch richtig schick. So, das behalte ich mal noch. Ich kann schon Feuerzeug craften später. Zu essen habe ich auch, okay. Das heißt, ich bin wunschlos glücklich. Ja, dieser Kanal, ihr müsst einfach selber drauf vorbeischauen. Da! Haha! Jetzt habe ich dein Steinschwert, du. Du Mongo, du. Muhaha. Ja, ihr müsst einfach selber drauf vorbeischauen. Da sind eigentlich alle wichtigen Infos auch gesagt. Die es soweit halt gibt. Sollte sich eigentlich alles von alleine klären, alle Fragen dazu noch. Von daher, ja, ich bin jetzt einfach die Runde hier noch zu Ende, ja. Ich muss noch eine Sache dazu sagen. Nee, weil ich mach diesen. Jetzt fragen sich bestimmt welche so, warum macht der denn einen Vlog-Kanal? Ist der behindert? Also, das ist ja nicht wirklich nur Vlog, es ist ja so allgemein Kamerasachen. Zeugs halt. Ich interessiere mich, ne? Nee, es geht mir einfach nur darum,
dass ich euch einen kleinen Einblick in mein Leben gebe und sowas ist auch für mich irgendwie besser für Community und sowas. Deswegen, ich mache sowas super gerne. Ich könnte meinen Chainshots verzaubern gehen. Oh ja. Ja, ich mache sowas sehr gern. Von daher werde ich das auch durchziehen, oh ja. Das sieht irgendwie so ganz komisch an, im Sinne von durchziehen. Mhm. Noch 7 Spieler, okay. Okay, da ist ein Spieler. Scheinbar sind da mehrere. Scheinbar sind die ein Team. Oh Gott! Ach Scheiße! Ah. Ja, das war aber schon ein ganz... Ich hab nicht damit gerechnet, dass der von der Seite auf einmal kommt. Aber das mit dem Bogen am Anfang, das war echt ganz cool gegen diesen einen Typen. Naja, war ja jetzt nicht so tragisch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auf den Kanal vorbei. Er heißt Mr. Miau Vlog. Und dann auch der Strich Daniel halt. Ja, ich bin der Mr. Miau Vlog. Ihr könnt das auch finden, indem ihr einfach eingibt youtube.com/user/Mr. Miau Vlog. Einfach alles zusammengeschrieben. Genau, und man kann diesen Kanal aus irgendeinem Grund aber nicht finden, wenn man das den Namen eingibt bei der YouTube-normalen Suche. Wenn einem von euch da was einfällt, dann solltet ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben. Okay, vielen Dank. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye.